Ausgerechnet die politische Veranstaltung, die wohl am meisten auf Zuschauerreaktionen setzt, muss heute ohne direkten Kontakt zum Publikum auskommen. Der politische Aschermittwoch. Statt die eigenen Leute im Saal mit launigen, scharfzüngigen Reden zum Johlen zu bringen, konnten die Spitzenvertreter der Parteien nur isoliert und digital zu ihren Anhängern sprechen. Und nicht nur die Form des traditionellen Politspektakels stand im Zeichen der Corona-Pandemie, auch die Inhalte. Erzähl doch mal, was ist dein... Alles anders. Kein Bierzeltlärm, kein Publikum, keine Attacken. Der CSU-Chef spricht in Passau von einer Eckbank aus. Der politische Gegner wird kaum erwähnt. Es geht um Corona. Söder verteidigt seine Politik und benennt enttäuschte Hoffnungen. Beim Impfen, bei den Wirtschaftshilfen. Kritik an der EU, Kritik am Bund. Novemberhilfen, die im März gezahlt werden, sind schlicht und einfach zu spät. Hier geht es um Existenzen. Bürokratischer Kleinkram kann nicht das Argument sein. Ein Grußwort vom Rhein von Armin Laschet, dem neuen CDU-Chef. Der lobt Söder, die CSU und Bayern. Kein Wort zur Kanzlerkandidatenfrage, nur das. Wenn CDU und CSU so eng beieinander stehen wie im Moment, dann werden wir auch dieses wichtige Wahljahr für Deutschland gemeinsam bestehen. SPD-Kanzlerkandidat Scholz demonstriert Gelassenheit, sieht seine Partei gut aufgestellt für den aufziehenden Bundestagswahlkampf. Die SPD ist geschlossen. Die SPD hat einen Kanzlerkandidaten. Die SPD hat einen Plan für die Zukunft. Alle anderen arbeiten noch an allem. Die AfD wirft der Bundesregierung das Fehlen einer Öffnungsstrategie vor. Das Kalkül, das Volk so lange an die Kandare nehmen, dass es bis zur Bundestagswahl ein Sklavensyndrom entwickelt hat und dankbar ist, von Mutti wieder in die Freiheit entlassen zu werden. Das dürfen wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Und die Grünen? Sie verlangen Schnelltests für alle Schulen und Kitas und greifen die Bundesregierung an, es fehle an anpackendem Zusammenhalt. Wir müssen jetzt endlich raus aus der Politik des Abwartens, raus aus dieser Politik des Beschwichtigungsmodus. Vor allen Dingen bei den Kindern, vor allen Dingen bei den Impf- und Teststrategien. FDP-Chef Lindner fordert ein Vorziehen des nächsten Bund-Länder-Treffens. Die Kanzlerin müsse mit den Länderchefs über einen klaren Fahrplan für die Öffnungen sprechen.